So sah Minecraft Hardcore noch vor 12 Jahren aus. Und mittlerweile... hat sich einiges geändert. Und um das Ganze zu erklären, müssen wir zurück auf Anfang, nämlich ins Jahr 2011. Dort wurde nämlich der Hardcore-Modus mit der 1.0 ins Spiel eingefügt, aber es hat irgendwie keinen interessiert. Eine Handvoll YouTuber haben zwar versucht, eine Videoreihe zu einem ganz neuen Modus zu starten, aber das war weit entfernt von dem heutigen Erfolg. Das Ganze sollte aber ein Spieler ändern. Dieser hält nämlich den Weltrekord, in dem er ganze 5 Jahre in seiner Minecraft-Hardcore-Welt überlebte. Und dieser Spieler war kein anderer als Filzer. Zu dem Zeitpunkt baute er die krankesten und unvorstellbarsten Dinge jemals in Minecraft. Insbesondere im Hardcore-Modus. Ihr fragt euch nun zu Recht: Aber Navex, was hat das mit der heutigen Situation um die Minecraft-Hardcore-Szene zu tun? Gut, dass ihr fragt. Durch seinen Tod in seiner 5 Jahre alten Minecraft-Hardcore-Welt im April 2019 löste er einen unvorstellbaren Hype aus. Das erkennt man auch gut an der Google-Trends-Suche. Diese ist nämlich 2019 regelrecht explodiert. Annehme. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm fucking stupid. I'm fucking stupid. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das zu einer ganz anderen Zeit war und vor allem noch in einer ganz anderen Minecraft-Version, wo wir auch bei heute angelangt wären. Heute haben wir nämlich Minecraft-Totems, Elytra und so weiter. Das bedeutet im Kontext, wenn du dich nicht komplett dumm anstellst, überlebst du eine Hardcore-Welt ziemlich sicher, sobald du das hast. Und so starteten viele Leute in der Hoffnung, sie könnten länger als Filzer überleben und womöglich dieselbe Anzahl an Klicks und Moneten erreichen ihre Reise in Minecraft-Hardcore. Und oh Gott ja, die Klicks explodierten. Aber bei einer Person ganz besonders, nämlich bei Luke the Notable. Dieser lud nämlich ein Video mit dem Titel 100 Days Minecraft Hardcore hoch. Und das Ganze hat 51 Millionen Aufrufe. Ein Trend war geboren, und zwar ein Trend mit sehr viel Reichweite. Es dauerte keine Wochen und wir wurden regelrecht mit diesem Content zugeschüttet. Mit Hardcore-Videos weit über 100 Tage oder Modpacks. Darunter befanden sich auch schon die ersten Fakes, weil 100 Tage Hardcore alleine sind schon zwischen 18 und 30 Stunden Spielzeit. Und die muss man dann auch erstmal überleben. Ob Fake-Texture-Packs, offensichtliche Cuts oder der Open-to-Learn-Move, es war alles dabei. Und neben den Giganten aus dem englischen Raum wie Sandiction, SB737 und Forge Labs bildete sich auch eine ganz eigene deutschsprachige Community. Möchte man in Deutschland nämlich qualitativen Minecraft-Hardcore-Content gucken, kommt man um Leute wie Jonathan Ice, Luke oder früher auch Marco Chaco, lebt eigentlich noch, nicht wirklich drumrum. Aber ähnlich wie im englischen Raum gibt es hier auch einige Schattenseiten. So haben wir YouTuber, die bewusst ihre Fans anlügen und beispielsweise Items cheaten oder bei weitem keine 100 Tage spielen. Wem muss ich was verheimlichen? Eigentlich wissen wir alle, um wen es hier geht. Die Frage ist aber, warum tut er das oder warum tun generell Leute, die ihre Videos faken, das? Naja, gucken wir uns einfach mal einen zufälligen 100-Tage-Kanal an und sehen direkt das Ausmaß an Aufrufe. Und da haben wir auch dann direkt den Grund. Moneten! Bei einem 100-Tage-Video musst du alleine schon mit, sagen wir, 25 Spielstunden rechnen. Das ganze Material rewatchst du dann und schneidest die wichtigsten Szenen raus. Selbst wenn du da größtenteils so durchskippst, kommst du da nicht unter 10 Stunden raus. Das ganze Skript hast du dann auch vielleicht in 2 Stunden geschrieben, einsprechen kostet dich dann nochmal 1 Stunde und wenn du auf die Qualität wirklich verzichtest, bist du nach 2 Stunden mit Effekten durch. Nach dieser sehr großzügig gerechneten Zeit kommen wir auf etwa 40 Stunden Arbeitszeit, was in etwa der Zeit einer Vollzeitkraft entspricht. Nur mal am Rande. Uploadet ein YouTuber also jede Woche ein 100-Tage-Video, ist das krass. Werden es 2 oder sogar 3 Videos pro Woche, ist das eher fake. Natürlich könntest du das Gameplay auch einfach in deinen 25 Stunden abspielen, das Ganze schnell runterscripten und mit 30 Stunden Arbeitszeit deinem Cutter schicken, aber das geht doch sicher noch schneller, oder? Ja, natürlich geht das. Beispielsweise mit einem wunderschönen Comment, kurz die LAN-Welt öffnen, F3 und /time@ und eine Zahl angeben und zack, wir haben die 100 Tage gespielt. Und das in nicht mal 5 Sekunden. Oder noch besser, wir machen ein Video, wie wir ein riesiges Gebäude aus nur einem Block bauen. Die Farm dafür habe ich ja schon hier. Ja, dann werde ich jetzt erstmal so lange farmen, bis wir genug Blöcke zusammen haben. Aufnahme wird pausiert, in den Kreativmodus gegangen, die Blöcke gecheatet, reloggen und alle Spuren sind verwischt. Naja, fast. Denn Zuschauer haben wirklich interessante Methoden gefunden, um solche Art von Betrug aufzudecken. Ich muss jedenfalls kein Detektiv sein, um das zu sehen. Geht man nämlich in die Statistiken einer Minecraft-Welt, lassen sich nicht nur die Tode anzeigen, sondern auch die Blöcke, die man abgebaut hat. Hat also ein Spieler beispielsweise 10.000 Diamanten, aber nur 5 abgebaut, dann, naja, ist das ein Zeichen dafür, dass das Ganze nicht so legit abgelaufen ist.
Das Lustige ist nur, dass manche sich nicht mal bemühen, es zu verstecken. Hier als Beispiel. Im Video steht Fett 40 Tage und in der F3 Hotbar ist Tag 4 zu sehen. Der Videoersteller hat also bewusst im Video eine 10-mal so hohe Zahl angegeben und sogar gesehen, dass er F3 offen hat, aber ihm war es anscheinend egal. Ob das Dreistigkeit oder Dummheit ist, lasse ich mal im Raum stehen. Der gute Makoshako hat jedoch über einen der Faker ein sehr gutes Video gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt nach. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Aber jetzt zurück zum Thema. Die Projekte in Hardcore-Videos wurden dementsprechend doch immer größer, zeitaufwendiger und anspruchsvoller. Nur irgendwann gab es einfach keine Steigerung mehr. Während die ehrlichen Creator mehrere Wochen für ein Video brauchten, haben die, die in den Videos cheateten, mehrfach in der Woche hochgeladen und jede Videoidee bis aufs Letzte ausgeschlachtet. Für mich selbst als Hardcore-Creator, aber auch für viele andere, ist es einfach frustrierend, unter der Masse der Fakes mit unseren Videos unterzugehen. Das wäre übrigens der perfekte Zeitpunkt, um ein Abo dazulassen. Danke. Naja, egal, machen wir weiter. Wie sieht es denn derzeit um die Hardcore-Szene aus? Naja, die Klicks sind schon mal gesunken. Sie sind immer noch stark, aber ein Witz im Gegensatz zu früher. Auch die Google Trends verdeutlichen das Ganze nochmal. Aber kann man das den ganzen Fake-Videos vorwerfen? Ich finde teilweise schon. Erstmal ja, wenn es einen Trend gibt, wird dieser meistens ausgeschlachtet. Daran ist auch nichts verwerflich. Mach deine 10 Hardcore-Videos in der Woche, wenn du willst, und gut ist. Die Videos begeistern, weil man 100, 200, 1000 oder sogar noch mehr Tage in Hardcore überlebt und seinen Fortschritt mit der Welt teilt. Dabei aber auch außergewöhnliche Projekte angeht und dem Zuschauer seine Welt noch näher bringt. Aber wie viele von den tausenden Minecraft-Hardcore-Videos würden wegfallen, weil sie in irgendeiner Weise gefaked sind? Wie viele Videos gibt's da draußen, die aufs Nötigste runtergebrochen wurden, in dem nichts wirklich erledigt wird, Hauptsache 100 Tage im Titel oder irgendwo Minecraft-Hardcore? Wenn es diese ganzen Videos nicht geben würde, hätte man nur noch den Fokus auf die echten Minecraft-Hardcore-Welten und das ist das, was mir als Zuschauer, aber auch vielen anderen wirklich fehlt. Die Authentizität. Du musst dich bei jedem Video schon vor dem Draufklicken fragen, stimmt das überhaupt? Wird das im Titel versprochen überhaupt im Video gezeigt? Sind das überhaupt 100 Tage? Und noch jede so auffällige Situation im Video begünstigt diese Denkweise. Insbesondere, wenn sich dann noch rausstellt, dass das Video gefaked ist. Da vergeht einem die Lust, solche Projekte folgenlang zu begleiten. Man ist schlichtweg übermüdet von der ganzen Zufuhr an Content und kann nicht wirklich mehr unterscheiden, was fake ist und was nicht. Es sticht nichts mehr aus der Masse heraus und die, die ihre Welten mit Leidenschaft und 100% legit spielen, hören auf wegen Einbruch von Klicks oder fangen auch an zu cheaten, weil sie sehen, wie einfach das Ganze ist. Daher mein Appell an euch Creator oder Zuschauer, wenn ihr zuschaut, tut das bei Leuten, die es verdient haben. Supportet sie in Form von netten Kommentaren und zeigt ihnen, dass der Art von Content, den sie bringen, gewünscht ist. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, wie sehr nette Worte in den Kommentaren einen aufbauen und motivieren können. Und an die Creator, lasst euch nicht hinreißen, eure Videos nach so einem Prinzip zu faken, nur weil sie schnelle Reichweite verspricht. Im Endeffekt hat euer Video nämlich keine Substanz und das wisst ihr selber. Macht im Endeffekt das, womit ihr euch wohlfühlt. Und mit diesen Worten möchte ich dieses Video beenden. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich aber auch freuen. Ich habe übrigens auch einen Discord. Kommt da gerne rauf, um nichts zu verpassen. Habt einen schönen Tag. Tschüss.